Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Borussia Dortmund. Ja, endlich geht's los. Die neue Saison steht vor der Tür. Heute steht der erste Spieltag in der Bundesliga an. Und sagen wir gleich mal, ein absolutes Topspiel. Der BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Also das ist echt ein richtiger Knaller am ersten Spieltag. Und ja, ich freue mich extrem auf die neue Saison. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, wir haben ja bereits zwei neue Spiele im Transfermarkt für uns verpflichten können. Einmal ist es Breel Donald Embolo, ein junges Talent vom FC Basel. Und dann haben wir noch Kevin Volland geholt von TSG 1899 Hoffenheim. Die beiden werden wir versuchen, demnächst in unsere Mannschaft zu integrieren. Ja, bevor wir loslegen, nur eine kleine Info für euch. Ich nehme das hier ein bisschen komisch heute auf, weil die meisten wissen es, sie haben einen neuen PC. Der neue PC läuft aber noch nicht so, wie er laufen sollte. Deswegen muss ich nur mit dem alten PC aufnehmen. Allerdings habe ich den alten PC schon umgebaut und deswegen, ich weiß nicht, wie ich das Bild heute hinbringe. Ich hoffe, es wird keine Katastrophe, aber ich gebe mein Bestes und ihr könnt es mal schreiben, ob es euch gefallen hat, bildmäßig und qualitätsmäßig, egal. So, jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir mal los, jetzt gehen wir rein ins Spiel zu Hause im Signal Iduna Park. Der BVB gegen Borussia Mönchengladbach, los geht's! Das lange Warten hat ein Ende. Endlich wieder Fußball und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison. Borussia Dortmund empfängt zu Hause in der eigenen Festung Borussia Mönchengladbach. Das wird auf jeden Fall ein richtig krasses Spiel hier am ersten Spieltag im Signal Iduna Park. Wir freuen uns auf viele Tore, auf eine spannende Saison und vielleicht zum Schluss mit einer richtig guten Platzierung. So, hier sind wir schon mal bei Borussia Mönchengladbach. Ein Neuzugang. Drimmitz wurde verpflichtet. Hier sehen wir ihn auch. Steht heute auch schon von Beginn an auf dem Platz. Und ja, bei Borussia Dortmund gab es natürlich auch einige Neuverpflichtungen. Kevin Volland und Breel Donald Embolo. Und hier sehen wir jetzt erstmal die Aufstellung vom BVB. Und wir sehen auf jeden Fall ein neues System heute. Mit dem haben wir noch nie gespielt. Doppelspitze vorne mit Aubameyang und Adrian Ramos. Kagawa zentral hinterm Reus links. Mkhitaryan rechts, Gündogan zentral und dann die Viererabwehrkette. Wieder ein neues System. Ich bin ehrlich gesagt immer noch am Suchen, welches System denn am besten zu mir passt, beziehungsweise zu Dortmund passt. Und da bin ich immer nur am Suchen. Und ja, hier die Aufstellung jetzt auf jeden Fall von Borussia Mönchengladbach. Drimmitsch vorne, Raphael dahinter. Jan Sommer im Tor, Patrick Herrmann auf dem rechten Flügel und der Rest habt ihr selber lesen können, glaube ich. Gut, nur kurzer Hinweis, falls man irgendein Rauschen im Hintergrund hört, das wäre es der neue PC, weil der läuft parallel mit, weil der zieht mir gerade einiges runter, der installiert gerade sämtliche Spiele und deswegen könnte es vielleicht ein bisschen rauschen. Ich hoffe jetzt mal nicht, aber ja, jetzt schauen wir erstmal, dass wir den ersten Spieler gut rumbringen und jetzt geht's also los. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Das Borussen-Duell. Jetzt geht's los. Der BVB mit dem Anstoß. Wir freuen uns auf hoffentlich spannende 90 Minuten. Hoffentlich viele Tore. Und dann sind wir mal gespannt, wer heute die ersten drei Punkte der Saison mitnehmen kann. So, Marcel Schmelz ist erstmal Ball. Weiter geht's zu Henrik Mkhitaryan. Natürlich neue Aufstellung. Heißt natürlich auch wieder viele Unbekanntheiten. Aber Dortmund geht dieses Risiko gerne ein. So, heißt Lukas Piszczek. Weiter geht's zu Kagawa. Der spielt erstmal jetzt zurück zu Piszczek. Der sucht jetzt die Lücke und findet jetzt erstmal Marco Reus. Reus war in der Vorbereitung gut drauf. Mal schauen, ob er diese Form in die Saison mit reinnehmen kann. Bringt jetzt erstmal den Ball zu Shinji Kagawa. Kagawa sucht jetzt vorne die Anspielstation. Findet niemand, legt dann weiter. Ah, oh, das war ein Fehlpass. Gladbach steht bis jetzt gut. Und dann kommt direkt der Fehlpass von Dortmund. Und jetzt geht es auf einmal ganz schnell bei den Gästen aus Gladbach. Hoher Ball, aber Marcel Schmelzer kann sie da im Kopfball nicht durchsetzen. Gladbach bleibt am Ball, aber da geht die Fahne hoch. Dann geht die Fahne hoch, da war scheinbar ein Spieler, Raphael, so wie es aussieht, beim Abseits. Ja, klare Abseitssituation, Freistoß für Dortmund. Und ja, natürlich, es wird eine schwere Saison, keine Frage, vor allem nach der letzten Saison, die nicht so vielversprechend war. Nur ein Europa-League-Platz, ist ja dafür den BVB rausgesprungen. Aber jetzt fällt mal. Shinji Kagawa probiert es hier durchzuziehen und da bleibt der verletzt liegen. Oh, Kagawa hält sich da die Schulter, so wie es aussieht. Das wäre ganz bitter. Auf jeden Fall Kagawa, um ihn müssen wir jetzt ein bisschen zittern, dass er sich da nicht schlimmer verletzt hat. So, hier jetzt ein Missverständnis zwischen Lukas Piszczek und Marco Reus. Und schon Gladbach wieder am Drücker. Aber kleine Entwarnung, Shinji Kagawa steht wieder, ist scheinbar nicht so schlimm. Und jetzt Jan Sommer am Ball. Dortmund läuft erstmal fleißig den Ball hinterher. Und jetzt kommt Gladbach, vielleicht mal nach vorne. Aber die Zöger natürlich auch gut gestört hier von Schmelz. Allerdings kann er den Ball nicht sinnvoll verarbeiten. Und es gibt Einwurf für die Gäste.
Und wir hören es im Hintergrund. Ja, richtig gute Stimmung hier im Signal Iduna Park. Und wir freuen uns wirklich, diese Stimmung, jedes Spiel zu Hause hören zu dürfen. Und jetzt spielt Gladbach den Ball ein bisschen riskant rum über Korb. Korb immer noch am Ball. Dortmund steht gut, aber die kommen nicht dazwischen momentan. Jetzt mal der Ball zu Patrick Herrmann. Herrmann mit dem Ball nach vorne, aber Stindl kommt da nicht hin. Ja, man merkt schon, beide Teams tun sich schwer. Und hier sehen wir einen Starwechsel. Pastore ist gewechselt von Paris Saint-Germain zu Atletico Madrid. Allerdings nur im Spiel. In Wirklichkeit spielt er immer noch für Paris Saint-Germain. Und ja, weiter geht's mit Abstoß für Bürki. Bürki und Roman Weidenfeller werden sich in dieser Saison auf jeden Fall das ein oder andere Mal abwechseln, weil vor allem Europa League, da habe ich vor, dass sie Weidenfeller spielen lassen, zumindest in diesen ersten Spielen gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Später muss ich da mal schauen, ob Weidenfeller nur die Leistung bringt, um gute Teams zu schlagen. So, jetzt Shinji Kagawa. Kagawa, oben ist Reus, gut gesehen. Reus, weiter geht's zu Gündogan. Ilkay Gündogan. Unten wäre Mkhitaryan. Der legt vor für Shinji Kagawa. Also bis jetzt ist für beide Teams kein Durchkommen. Wir haben 20 Minuten gesehen. Extrem verhaltener Beginn hier von beiden Teams. Die wollen natürlich nichts riskieren. Aber Dortmund greift jetzt mal früh an, aber Gladbach macht das natürlich sehr, sehr gut. Und kommt jetzt wieder in Richtung Dortmunder Tor über Raphael. Weiter geht's zu Patrick Herrmann. Auf dem rechten Flügel ein gesetzter Mann in dieser Saison. Weiter geht's zu Stranzl. Stranzl. Jetzt zu Raphael. Gladbach spielt jetzt natürlich auch den Ball erstmal sicher in die eigenen Reihen. Und jetzt zieht hier mal Johnson an auf dem linken Flügel. Da kommt Piszczek nicht ganz hinterher. Flanke kommt zu Ende 16, aber das ist kein Problem für Bürki. Sicher pariert. Sicher festgehalten. Und weiter geht's über Henrik Mkhitaryan. Der nimmt jetzt mal Marcel Schmelzer mit. Aber wir sehen Gladbach. Die lassen da momentan nichts offen. Und oh, das wird eng und wieder ein Fehlpass. Aber Piszczek kann sich hier nicht durchsetzen. Aber Mkhitaryan hilft ihm. Und der BVB wieder am Ball. So. Vielleicht jetzt mal ein vielversprechender Anlauf, aber es ist einfach ein bisschen zu wenig Bewegung für mich im Spiel drin beim BVB. Das muss man ein bisschen ändern in den nächsten Minuten. Jetzt auf jeden Fall Marco Reus am Ball. Vorne ist Aubameyang. Jetzt soll der Pass kommen. Jawohl, der kommt auch zu Aubameyang. Vielleicht ist die erste Großchance. Aubameyang muss erst allein machen. Aubameyang immer noch bei Aubameyang. Zieht er durch. Aubameyang! Und Jan Sommer hält den Glanz fest. Klasse Solo hier von Dortmunds Starstürmer. Und das war die ganz große Chance hier für den BVB hier. Also, endlich gibt es noch eine Torchance. Fast eine halbe Stunde haben wir warten müssen, aber jetzt wacht vielleicht Dortmund ein bisschen auf. Piszczek, nächste Chance. Wieder geht's zu Adrian Ramos. Der sieht Marco Reus. Reus, schön gespielt zu Aubameyang. Aubameyang wieder im Nähe des 16ers. Und dieser macht das fast besser. Knapp geht der Ball vorbei. Dortmund wacht endlich ein bisschen auf. Schöner Schuss. Aber ja, da rutscht er ein bisschen über den Spann drüber. Deswegen diese Situation. Leider kein Torerfolg für den BVB. So, jetzt könnte es hier eigentlich mal ein schönes Spiel werden. Dortmund macht was und Gladbach, bin ich gespannt, ob die jetzt darauf antworten werden. Oh, hier auf jeden Fall fast wieder ein Fehlpass. Und hier ist der Fehlpass. So, und jetzt Aubameyang und da will er auf Reus spielen. Schade, da war leider der Verteidiger im letzten Moment dazwischen. Wäre eine gute Chance gewesen, wenn der Ball durchkommt, aber Gladbach hat da gut aufgepasst. So, nächste Chance über Wendt. Gladbach jetzt auf dem Vormarsch. Wenn auf der linken Seite Piszczek muss, der Flanke ist nicht schlecht. Oh, ein bisschen irritierter Marcel Schmelz, aber es ging nochmal gut. Hätte aber auch anders ausgehen können. So, jetzt der BVB. Marco Reus und ab geht's auf die linke Seite zu Marcel Schmelzer. Schmelzer, aha, da gibt es jetzt natürlich ein bisschen Probleme bei den Laufwege da zwischen Schmelzer und Reus. Klar, die Aufstellung, die muss sie erstmal einspielen, deswegen wird es natürlich nur eine Zeit lang dauern, bis da alles passt. Jetzt Seitenwechsel und da ist Marcel Schmelzer mal wieder. Schmelzer. Jetzt in der Mitte, da ist Adrian Ramos. Gut gesehen, Ramos wird ein bisschen gedrückt, liegt vor für Aubameyang. Aubameyang probiert es, der wird abgefälscht. Nächste gute Chance, dritter Schuss hier von Aubameyang aufs Tor. Von Jan Sommer und bisher ist ja immer Jan Sommer der glückliche Gewinner. So, jetzt Gündogan. Da geht es zu Mkhitaryan. Mkhitaryan raus zu Marcel Schmelzer. Schmelzer, so vorne ist Aubameyang. Gut gesehen, gut gespielt. Und jetzt Ramos. Ramos, oben geht Aubameyang. Riesenschuss, Aubameyang. Nachschuss, Sommer ist draußen. Aubameyang. Und da wird er abgefälscht. Vom am Boden liegenden Verteidiger, es ist unglaublich. Vierte ganz große Chance hier für Aubameyang. Und so langsam wäre die Führung für den BVB wohlverdient, da Gladbach eher passiv heute auftritt. Im Gegensatz zum BVB.
Und nächste. Und oh, schade, der läuft Aubameyang leicht am Ball vorbei. Das wäre es gewesen, wenn er ihn da geholt hätte. Und das war es auch schon mit der ersten Halbzeit. Also, es steht 0:0 am ersten Spieltag zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Und wir freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit. Vielleicht endlich mit Toren. Das wäre es doch. Dortmund hatte die Chancen. Gladbach, sehr verhaltener Start in dieses Spiel. Und mal schauen, was die zweite Halbzeit für uns bereithält. Ich freue mich darauf und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich rein, was denn die Halbzeitpause so hergibt. So, wir sehen es, Dortmund ist chancenmäßig überlegen. Und ja gut, es steht nur 0:0, das ist keine gute Chancenausbeute gewesen. Ich glaube, es waren alle vier Schüsse aufs Tor waren von Aubameyang. Schauen wir mal durch, ja, alle vier Schüsse von Aubameyang. Bis jetzt der beste Dortmund am heutigen Tage, wenn er getroffen hätte. Das wäre natürlich noch die Krönung gewesen, diese ersten Halbzeit. Fitness schaut doch ganz gut aus. Das heißt, wir lassen uns hier gar nicht weiter aufhalten und machen direkt weiter. So, zweite Halbzeit geht los. Signal Iduna Park steht und ja, Gladbach gegen Dortmund. 42 Minuten laufen. Dortmund hat eine stärkere erste Halbzeit gehabt, vor allem zum Schluss hin. Aber Aubameyang hat es nicht geschafft, die Führung klar zu machen. Und jetzt Marco Reus. Reus im Sprintduell und er wird abgefangen. Gündogan schickt aber jetzt mal Adrian Ramos, aber der kommt auch nicht durch. Aber Dortmund greift früh an. Jetzt Johnson der Ball. Oh, das ist ein Foulspiel. Das ist ein Foulspiel von Mkhitaryan. Ja, da war er ein bisschen zu übermütig. Und ja, hier sehen wir es beim nächsten Mal. Da müssen wir nach Ingolstadt. Das wird auch eine schöne Nummer werden. In die Audi-Hauptstadt. Und ja, jetzt aufs erste Mal Freistoß für Gladbach. Kurze Variante. Ramos greift sofort an. Aber Gladbach bleibt auf der linken Seite am Ball. Über Johnson. Johnson, Flanke geht in die Mitte, Mats Hummels ist da, kann per Kopf parieren. Und jetzt, da verspringt Gündogan ein bisschen der Ball, das war ungeschickt. Granit Xhaka am Ball, weiter geht's zu Korb, der Ball geht nach vorne, immer noch glatt beim Ball, gut gespielt, aber jetzt kommt dann der Fehlpass und jetzt kommt Dortmund mit Tempo über Mkhitaryan, zieht außen Adrian Ramos und er sieht in der Mitte Shinji Kagawa. So, nächste Chance hier für den BVB. Kagawa, sieht Aubameyang und es gibt's nicht. Es ist zum Verzweifeln. Aubameyang, den erwischt er gut. Aber trotzdem kullert der Ball am Tor vorbei. Puh, tief durchatmen. Aubameyang, du schaffst es heute. Nur ich glaube an dich. Und das machen wir heute schon noch. Das gibt heute noch ein Tor von Aubameyang. Ich rieche es einfach. Der hat sich so extrem verdient. Und Gladbach, die müssen hier wirklich von Glück reden, dass es noch 0:0 steht. Weil so langsam könnte hier der BVB endlich mal in Führung gehen. Unverdient wäre es nicht. So, nächste Chance. Reus holt hier den Ball. Und direkt ab nach vorne. So, außen ist wieder Adrian Ramos. Ball ist nicht schlecht. Ramos im Laufduell kann sie allerdings nicht durchsetzen. Und dann wieder der Befreiungsschlag. Aber Dortmund holt sie den Ball wieder zurück. Und direkt nach vorne. Über Aubameyang schon wieder. Aubameyang heute nicht zu stoppen. Vorne Adrian Ramos. Im 16 ist Adrian Ramos. Jan Sommer. Jetzt probiert sie Ramos auch erstmal mit seinem ersten Torschuss. Und der war nicht schlecht, aber aufs Torwart-Eck gezielt. Da ist der Torwart sicher. Und jetzt erster Eckball im Spiel für den BVB. Fast eine Stunde schon gespielt. Und jetzt die Ecke. So, hier mal die kurze Variante. Die finde ich einfach vielversprechender. Ich weiß nicht warum, aber ich komme mit der langen Variante einfach nicht klar. So, und jetzt... Ah, yeah, Kagawa zögert da zu lange. Der Ball bleibt drin. Konterchance hier für Gladbach. Hermann ist schnell. Hermann ist extrem schnell. Da kommt Kagawa nicht hinterher. Und Hermann gibt Gas. Jetzt muss Schmelz aus der Mitte raus. Flanke geht rein, aber die ist zu schwach. Glück für Dortmund. Das wäre es gewesen. Das wäre ein guter Konter gewesen. Aber zum Schluss zum Glück vereitelt. Und jetzt geht es in die andere. Über Reus. Also der Eckball war schon mal nichts. Müssen wir uns merken. So lange dürfen wir es also nicht Zeit lassen. So, und jetzt... Aubameyang gut gespielt von Reus, aber Aubameyang verliert hier den Ball. Und jetzt wieder Patrick Hermann. Der ist so extrem schnell, das ist der Wahnsinn. Jetzt Raphael am Ball, verfolgt von Sokrates. Oh, Sokrates sieht er nicht gut aus. Flanke ist wunderschön, Führung Gladbach. Das gibt sie, Dortmund steht Kopf. Gladbach macht mit dem ersten anzunehmenden Torabschluss das 1:0. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich unverdient. Gladbach macht es, Sokrates lässt sich davon Raphael austricksen und dann sind sie zu offen und er macht es. Johnson mit der Führung für Gladbach. Das ist bitter.
Dortmund versteht die Welt nicht mehr. Sie zeigen ein überragendes Spiel am heutigen Tage und liegen komplett unverdient hier zurück. Fabian Johnson, so ungerecht kann Fußball sein. So ungerecht ist Fußball und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal aus. Mann, oh Mann. So, Gündogan darf erstmal raus. Wir bringen Nuri Sahin. Außerdem Volland für Mkhitaryan. Und dann bringen wir noch Adrian Ramos voraus und Embolo kommt. So, jetzt muss was gehen. Jetzt sind wir richtig unter Druck hier. Führung hier für Gladbach. Dreifachwechsel bei Borussia Dortmund. Jetzt muss was gehen. Sie sind überlegen. Das Tor fehlt und das soll jetzt besser werden. So, jetzt der Wechsel ausgeführt. Und natürlich wird Dortmund jetzt hinten verstärkt aufmachen. Das ist klar. Aber was sollen sie auch anders machen? Was sollen sie in dieser Situation auch anderes machen als hinten sich aufmachen. So, jetzt Marcel Schmelzer. Nächste Chance BVB. Außen ist Embolo schon in lauer Stellung. Und es gibt Einwurf für Dortmund. So, 22 Minuten noch. Auch Gladbach wechsel jetzt mal. Drimmitsch raus. Rigota rein, weil der Stürmer geht. Kein gutes Spiel von Drimmitsch. Als Stürmer sein Debüt heute gegeben, aber so richtig gut war es nicht. Aber jetzt Aubameyang. Aubameyang legt vor für Marco Reus. Reus. Oh, ist das ein Foulspiel? Das ist ein Foulspiel! Und jetzt die Riesenchance hier in der 70. Minute mit diesem Freistoß vielleicht den Ausgleich zu machen. Das ist jetzt eine Mega-Chance. Stindl holt Reus von den Beinen und der muss rein. Egal was da jetzt kommen mag, der muss rein. Aubameyang schnappt sich zwar den Ball, aber ich glaube, Reus ist unser bester Freistoßschütze. Ihr habt sie zumindest in die Kommentare reingeschrieben. Und jetzt die Riesenchance zum Ausgleich. Der muss einfach rein. Der Schiri macht nur ein paar Bemalungen hier auf. Jawohl, schön über die Schuhe. Der wird sich bedanken. Ja, jetzt die Riesenchance. Die Anspannung ist groß. Der Ball muss rein. Das ist klar. 20 Meter. Es ist eine Traumposition. Und ich würde sagen, Reus. Marco Reus hat den besten Freistoß. Reus jetzt mit der Chance. Marco Reus, komm schon. Nein, er trifft nur die Mauer. Reus, Nachschuss. Und dann kriegt er auch nicht durch. Nein, nein, nein. Der trifft nur die Mauer. Konterchance jetzt für den Borussia Mönchengladbach. Hermann, da wird er von Sokrates erstmal auf die Flügel gedrängt. Und jetzt immer noch Gladbach am Drücker. Immer noch Gladbach mit der Chance jetzt mit dieser Flanke. Aber Dortmund steht gut. Und dann kommt wieder der Fehler und wie immer noch Gladbach am Drücker. Aber jetzt haut den Ball doch mal raus. Jawohl. Und jetzt Marco Reus. Und auf geht's nach vorne. Reus. Reus. Oh, da verliert er ihn. Gegen Stranzl. Das darf nicht passieren, so in der Situation. So, und jetzt muss Dortmund aufmachen. Sie haben die Riesenchance vergeben mit diesem Freistoß. Und jetzt, oh, und jetzt gibt's auf der anderen Seite den Freistoß. Das war nicht klug. Und jetzt gibt's auf der anderen Seite die Chance mit dem Freistoß, vielleicht das 2:0 zu machen. Kevin Woller mit dem Foulspiel. Und jetzt die Riesenchance für Raphael. Marco Reus hat die Mauer getroffen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Raphael? Macht er die Entscheidung? Oder bleibt es hier vorerst mal beim 1:0? So, Freistoß wird nicht ausgeführt. Jetzt gibt es erstmal nur einen Wechsel. Und zwar, Hermann geht runter, André Hahn kommt. Oh, Hahn hat sie ja am Wochenende extrem heftig verletzt. Mal, vielleicht hat es jemand gesehen. Oder besser gesagt, wurde. Ne, der hat sich schon länger verletzt, sorry. Und jetzt die Chance mit dem Freistoß, aber er trifft auch nur die Mauer, aber zumindest steht, es gibt hier Eckball für Gladbach. So, 77. Minute läuft. Und hier nochmal der Freistoß. Schmelzer pariert mit seinem Kopf. Und jetzt nochmal die Chance mit diesem Freistoß. Dortmund muss hier nochmal kommen. Dortmund will nochmal kommen. Und, oh, Bürki! Verschätzt sich hier ein bisschen. Und das müsste ja hier Eckball geben. So, hier nochmal der Freistoß und Schmelzer ist Kopf. Und es gibt nochmal Eckball, tatsächlich. So, nochmal die Ecke. Kurze Variante. Aber sie graben sich noch nicht an der Eckfahne ein. So, Flanke ist gut, Flanke ist sehr gut. Und jetzt muss der Ball nach vorne. Kommt schon Reus, Reus ist hier. Jetzt die Chance für den BVB. 4 gegen 3. Jetzt Embolo. Embolo. Vielleicht jetzt mit dem Solo. Embolo. Embolo immer noch bei Embolo. Embolo. Und dann. Ach, komm schon. Dann passt er den Ball einfach nicht hier richtig. Oh, Riesenpass jetzt. So, und jetzt der Ball in die Mitte. Da ist Aubameyang im Abseits. Ja. Nee, es zählt. Es war kein Abseits. Was? Das ist der Ausgleich für Dortmund. Das ist der Ausgleich für den BVB.
Der untere hebt's auf. Der 21er hebt's, glaub, auf. Unglaublich. Ich hab's schon abgeschlossen. Das war abseits. Und hier ist Dortmund wieder zurück. Pierre-Emerick Aubameyang. Ich hab doch gewusst, der trifft heute noch. Ich hab's doch gewusst. Und da ist die Führung für den... Da ist der Ausgleich. Unglaublich. Aubameyang mit dem Tor. Das ist höchst verdient für den BVB. Ich weiß nicht, war das abseits oder war es kein Abseits? Das schauen wir uns gleich nach dem Spiel nochmal an. Es sah auf den ersten Blick extrem nach Abseits aus, deswegen habe ich mir auch gleich gedacht, oh scheiße, es war Abseits. Aber scheinbar nicht. So, jetzt. Gladbach, Führung hergeschenkt. Frage ist, was macht Dortmund jetzt? Schmelze. Und ab geht's direkt nach vorne. Shinji Kagawa. Gladbach wird jetzt natürlich die Schotten dicht machen. Die wollen zumindest den einen Punkt nur retten. Aber ich glaube, Dortmund will die drei. So, Kagawa, nächste Chance. Shinji Kagawa im 16er. Gefährlich jetzt natürlich. Marcel Schmelzer. Weiter geht's zu Kagawa. Guter Ball. Shinji Kagawa. Kagawa. Oh, jetzt wird es langsam kritisch und es gibt Eckball. 88. Minute, Eckball Dortmund. Und hier sehen wir ihn. Aubameyang, 7 Schüsse hat er gebraucht. Und mit dem hier macht er ihn rein. Es ist skurril. Ich habe echt gedacht, das ist Abseits. Da hat man Glück. So, jetzt Eckball BVB. Über Marco Reus. Reus, der kommt nicht schlecht, der kommt gut, aber wird abgefangen. So, Aubameyang. Dortmund will nachlegen. Weiter geht's zu Piszczek. Lukas Piszczek. Sieht da ein Bolo. Der wird aber zu gut zugestellt. Aber Dortmund kämpft sich den Ball sofort zurück. 4 Minuten Nachspielzeit. 1, 2 Chancen gibt es vielleicht hier noch. So, Ball soll in die Mitte gehen, wird abgefangen. Egal, Dortmund bleibt dran. Über Hummels. Mats Hummels, weiter geht's zu Schmelzer. Und was mal? Ich habe nicht auf Passen gedrückt zur Info. Keine Ahnung, was das schon wieder war. So, und jetzt hat Gladbach natürlich die Kugel und die wollen die jetzt nicht mehr hergeben. Es sieht nach einer Punkteteilung am ersten Spieltag aus. Für Gladbach ist es glücklich, für Dortmund zu wenig. Das ist klar. Und jetzt, oh nein, 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 Johnson schon wieder auf dem Weg nach vorne. Und das war's, oder? Nein, das war's noch nie. Es gibt noch einen Freistoß. Für Gladbach, aber ich glaube, hier sollte nichts mehr anbrennen. Die Dortmund-Fans feiern zwar, aber ich glaube, so richtig zufrieden sind sie nicht. Sie hätten gerne die 3 Punkte gehabt, keine Frage. Zum Schluss wird es allerdings nur für einen Punkt reichen. Wir sind schon über der Nachspielzeit drüber. Freistoß geht nochmal nach vorne rein. Gladbach ist jetzt von einem Ball, aber das war's. Also, ein Unentschieden am ersten Spieltag. Eine drückende Überlegenheit von Borussia Dortmund konnte nicht zu einem Sieg umgewandelt werden. Schade an dieser Stelle, aber es wird besser werden. Hat mir gut gefallen, die Aufstellung, muss ich sagen. Vor allem, als ich dann wirklich angefangen habe zu spielen. Also, was heißt zu spielen? Ein paar Chancen zu arbeiten. Da war es dann ziemlich gut, vor allem die zweite Halbzeit. Wir hätten eigentlich die 3 Punkte mitnehmen müssen. Aber leider einmal beim Gegenangriff ein bisschen geschlafen. Und dann passiert es eben gut. Wir hatten noch ein bisschen Glück, dass der Spiel der Ausstellung gefallen ist. Und ja. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Klar, das erste Spiel läuft meistens nie so gut, aber es wird immer besser werden in dieser Saison. Und mit Dortmund wird es auch eine richtige Herausforderung. So, dann schauen wir nochmal jetzt die Tore an. Das Tor, war das echt kein Abseits? Ne, der untere hebt es auf. Hier sieht man es eindeutig, der, was sind das für Nummer? 27 oder 21 hebt es auf jeden Fall auf. Und deswegen ist es ein korrektes Tor. Ja. Korrektes Tor. So, hier sehen wir es. Ja, Gladbach, wie gesagt, mit einem Torschuss machen dieses Tor. Wir brauchen 7 Stück und 1 zu machen. Es ist ein bisschen schade. Aubameyang hat echt überragend gespielt. Zum Schluss bester Spieler. Dank seines Tores natürlich auch noch. Mbolo hat und Kevin Volland haben heute nicht viel zeigen können. Mal schauen, wie es im nächsten Spiel wird. So, also wir gehen weiter. Und dann werfen wir kurz einen Blick auf die Tabelle und will sagen wir mal vor gleich Schluss dann. Schauen wir mal, wie die Tabelle denn so aussieht nach dem ersten Spieltag. Zuerst haben wir 3 Nachrichten. Also, wir haben ein Gegenangebot von Pato erhalten. Oh, der will richtig viel Kohle haben. Problem ist, ich habe seit 5 Tagen nichts mehr aufgenommen. Deswegen habe ich ja keine Ahnung mehr, was ich da geboten habe oder wie ich das geboten habe. Da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einleben. So, Gegenangebot von Abate. Ach, die wollen Kohle ohne Ende. Ich bin immer nur auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Und Danny Welbeck hat abgelehnt, er möchte eine größere Rolle spielen. Dann geben wir mal einen wichtigen Stammspieler. Ja, wie gesagt, ich will nur einen Stürmer und einen
Rechtsverteidiger, dann bin ich eigentlich glücklich. Und dann schauen wir mal, was noch an Geld übrig bleibt. So, okay, interessiert mich schon mal nicht. Wir haben Transferangebot für Aubameyang. Nee. Wir haben gesehen, Aubameyang ist unverkäuflich. Der wird so wichtig in dieser Saison. Ihr glaubt es einfach nicht, aber der wird echt extrem wichtig werden. So, wir könnten Training machen. Wie sieht's denn aus auf dem Kalender? Ja, wir müssen Training machen. Gut, ich mache schnell Training, dann machen wir weiter mit dem Transfermarkt. Also, und nee, wir schauen zuerst mal auf die Tabelle. So, wie sieht's denn aus? Also, Köln hat gewonnen, Mainz hat gewonnen, Bayern, Wolfsburg, Schalke und Hannover haben gewonnen und sonst Leverkusen unentschieden, Dortmund unentschieden, Gladbach unentschieden, Augsburg unentschieden und so weiter. Ja gut, erster Spieltag, da kann man jetzt so viel dazu sagen. Es ist niemand so richtig herausgestochen. Also maximal sind 2 Tore in dem Spiel gefallen. Ja, es wird eine offene Saison werden, glaube ich. Ich bin echt gespannt, wie die Saison wird. Und ich würde sagen, jetzt machen wir Training. Danach geht es weiter mit dem Transfermarkt. Bis gleich. So, und da wären wir wieder zurück. Ja, wir sehen schon, Training lief ja ziemlich gut. Und Weigl hat diesmal nur ein C bekommen, weil ich habe die Übung zuerst nicht verstanden. Das ganz zum Schluss und da war es leider schon zu spät, weil da habe ich schon alle Versuche aufgebraucht gehabt. Deswegen nur ein C, der Rest hat ein A bekommen. So, wir machen weiter. Transfermarkt steht wieder ein bisschen. Nur die Schein könnten wir verkaufen für 17 Millionen, wenn sie 45 kommen. Wir übertreiben, so wie die Wirklichkeit ja momentan auch die Transferangebote extrem übertreibt. So, Harry Kane, okay, Harry Kane wird schon mal nicht kommen. Da wird es wahrscheinlich Alessandro Pato werden. Gehe jetzt mal stark davon aus. So, und wir sehen hier, Pato hat auch akzeptiert, wie auf Stichwort irgendwie kam der jetzt gerade. So, wenn wir ihn holen, dann haben wir allerdings kein Geld mehr für den Rechtsverteidiger. Also, es sieht so aus, als dass sie etwa nur jemand verkauft. Oder ich muss die Finanzspritze einlösen. So, Abate Daueraktie, Danny Welbeck mit Gegenangebot. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Danny Welbeck oder Alexandre Pato. Welbeck ist, glaube ich, ein bisschen billiger als Pato. So, Transferangebot. Oh, für Pistlack. Ja, das ist eine Leihe, die nehmen wir immer an. Leihen sind immer gut. Und Sokratis. Eigentlich habe ich nicht genug Innenverteidiger, um ihn abzugeben. Es wird zwar einiges an Kohle, vor allem wie kann sie in Leicester City das leisten, aber wir lehnen jetzt mal direkt ab und schauen dann mal weiter. So, Spieler verliehen, einmal frei, Transferangebote, perfekt. So, ich muss mal die ganzen Nachrichten löschen, ich sehe schon. So, wir haben veranschlagt, okay, er ist nicht so viel wert, war fast klar. So, was haben wir hier, Transferangebot von Moritz Leitner, habe ich glaube nicht gemacht. So, Gegenangebot von Rafinha. Bla bla bla. Okay. So, dann sind wir schon beim nächsten Spiel angekommen. Gegen Ratzfatz. Danny Welbeck hat das auch noch zum Schluss angenommen. Gut, wir werden jetzt erstmal keinen neuen für heute verpflichten. Wir sehen, der zweite Spieltag ist schon ein bisschen gelaufen. Hannover mit dem 2. Sieg. Die Bayern haben gepatzt, nur unentschieden. Ich weiß gar nicht, gegen wen die am 2. Spieltag gespielt haben. Und ja, wir haben auf jeden Fall die Chance, hier ranzukommen. Gegen Ingolstadt, die haben beim ersten Mal verloren, also sollte ein Sieg für uns auf jeden Fall drin sein. Vielleicht gelingt es, vielleicht auch nicht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt am Ball und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.